Hallo und herzlich willkommen bei Auf die Überholspur. Heute lüften wir das eine oder andere Geheimnis. Das sind Fragen, die immer wieder an uns gerichtet werden, die dich offensichtlich sehr interessieren und die so ein bisschen hinter die Kulissen der Fahrschulbranche blicken. Saskia fragt, wer sind eigentlich die Prüfer in Österreich? Kann das auch mein Fahrlehrer machen? Gott sei Dank nicht. In Österreich sind die Prüfer von der Landesregierung meistens bestellt oder von einer Landespolizeidirektion. Das sind also Beamte, die vom Landeshauptmann eben dazu nominiert werden, Fahrprüfungen abzunehmen. In manchen Bundesländern, in der Steiermark, in Salzburg, in Oberösterreich, gibt es auch sogenannte private Prüfer. Das sind also Personen, die mindestens 5 Jahre als Fahrschullehrer gearbeitet haben und dann eben vom Landeshauptmann oder von der Landeshauptfrau bestellt werden dazu. In Kärnten gibt es das nicht. Bei uns sind das alles Beamte, die eben beim Land Kärnten angestellt sind oder bei einer Landespolizeidirektion. Das hat auch den Vorteil, dass die Prüfer bei uns sehr unabhängig sind, selber entscheiden können, so wie es eben das Prüferhandbuch vorsieht. Fahrlehrer können nur dann Prüfer werden, wenn sie nicht mehr in einer Fahrschule arbeiten. Also in der Fahrschule arbeiten und Prüfer sein, das geht in Kärnten nicht. Es ist ein großes Geheimnis immer, welcher Prüfer kommt. Wir haben in Kärnten ca. 80 Führerscheinprüferinnen und Prüfer. Und da werden eben, je nachdem wie viele Kandidaten antreten, eine gewisse Anzahl eingeteilt. Wer kommt, das wissen wir nicht. Das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Der Jörg hat gefragt, wie wird man eigentlich Fahrlehrer und ist das ein attraktiver Job? Ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an. Ist das ein attraktiver Job? Ich glaube schon, dass es ein attraktiver Job ist, vor allem weil sich in den letzten Jahren auch die Kollektivverträge geändert haben und das Einstiegsgehalt jetzt doch schon bei 3.000 Euro brutto liegt. Also das ist doch schon ein ganz attraktives Berufsfeld. Wie wird man Fahrlehrer? Na, man muss eine Akademie besuchen, eine Ausbildung machen. Die hat sich jetzt mit 1. Jänner 2024 auch geändert. Das macht man und dann macht man eine Prüfung bei der Landesregierung und dann wird man eben zum Fahrlehrer oder zur Fahrlehrerin. Diese Ausbildung kann man auch bei uns in der Fahrschule machen. Wir haben eine eigene Fahrlehrerakademie. Also wenn du Interesse hast, schau mal auf die Homepage. Ich habe sie dir unten verlinkt und auch eingeblendet. Eine ganz spannende Frage haben wir von Hannes bekommen. Er ist ein begeisterter Motorradfahrer und hat uns geschrieben, ich kann schon Motorrad fahren, muss ich denn wirklich diese Mindeststunden machen? Und kann ich nicht meinen Fahrlehrer dazu überreden, weniger zu fahren? Das ist ein sehr gefährliches Spiel, lieber Hannes, weil wir gesetzlich vorgeschriebene Mindeststunden haben. Auch wenn du schon ein begeisterter Motorradfahrer bist, musst du leider wirklich alle Fahrstunden machen oder auch vielleicht zum Glück, weil die Prüfung ja auch nicht so ohne ist. Wenn man weniger Fahrstunden machen würde und das würde bei einer Überprüfung auffallen, dann kriegt nicht nur die Fahrschule eine relativ hohe Geldstrafe, eventuell, das hat es in Niederösterreich oder Oberösterreich gegeben, dass man auch die Konzession als Fahrschulbesitzer verlieren kann. Auch seit 1. Jänner 2024, und das ist neu, könnte auch der Fahrlehrer seine Zulassung verlieren. Und das ist das Schlimme, du könntest im schlimmsten Fall auch deinen Führerschein verlieren. Also diese Mindeststunden muss man fahren. Im Normalfall wird man diese Mindeststunden aber auch brauchen, um bei einer Prüfung zu bestehen. Außer man ist wirklich schon so ein guter Motorradfahrer. Dann kann man das auch genießen, mit dem Fahrlehrer ein paar Ausfahrten zu machen. Die Chloe hat uns eine Frage geschrieben. Warum kann man denn in Österreich nicht mit einem Zweitürer zur Führerscheinprüfung antreten? Ja, du weißt ja, ein Fahrschulfahrzeug muss also zumindest eine Türe an der Stelle haben, wo der Fahrprüfer Platz nimmt. Da hat es auch, ich glaube, in Oberösterreich oder Niederösterreich einen Fall gegeben, wo ihm im Zuge einer Führerscheinprüfung das Auto auf einer Eisenbahnkreuzung abgestorben ist. Der Kandidat hat das Fahrzeug nicht mehr in Gang gebracht. Der Prüfer konnte also nicht aus dem Auto aussteigen und ist dann natürlich ein bisschen nervös geworden. Es ist Gott sei Dank damals nichts passiert, also ist alles gut ausgegangen. Also wenn du mit deinem Privatfahrzeug zur Prüfung antrittst, dann muss es also zumindest eine Türe haben an der Stelle, wo der Prüfer Platz nimmt, damit er im Notfall flüchten kann. Der Kevin hat uns eine interessante Frage geschickt, nämlich darf man auch mit seinem eigenen Motorrad Fahrstunden machen und kann man eventuell auch mit einem stärkeren Motorrad Fahrstunden und Prüfungen machen. Das ist eine zweischneidige Geschichte. Wenn du die Klasse A1 machst, also mit 16 Jahren diese 125 Kubik, dann darfst du in der Fahrschule und auch bei der Prüfung nur mit Fahrzeugen fahren, die auch dieser Klasse entsprechen, also 125 Kubik.
Wenn du die Klasse A2 machst, dann könntest du zu einer Führerscheinprüfung theoretisch antreten mit einem stärkeren Motorrad. Und natürlich wäre es auch dann gescheit, dass man auch die eine andere Fahrstunde mit einem Motorrad fährt, das eben stärker ist. Was also nicht erlaubt ist, ist, dass man mit dem eigenen Motorrad fährt. Also es muss ein eigener Code im Zulassungsschein eingetragen sein. Das hat wahrscheinlich mit versicherungsrechtlichen Sachen zu tun, aber da muss man ein Fahrschulfahrzeug verwenden. Die Lisa hat uns eine interessante Frage geschickt, nämlich: Warum dauert denn das mit dem Führerschein so lange und kann ich nicht in einer Woche alle Theorie- und Praxisstunden machen? Das hat es in Österreich bereits gegeben, liebe Lisa, und zwar in der Steiermark. Da gab es eine eigene Pension, wo eben Leute, die einen Führerschein machen wollten, gewohnt haben, haben dann Theoriekurs, praktische Fahrstunden, alles in einer Woche gemacht. Und irgendwann ist man dann drauf gekommen, dass das nicht so ideal ist, aus pädagogischer Sicht, und hat folgende Regelung eingeführt, dass man eben vom Tag der Anmeldung bis zum Tag der Computerprüfung mindestens 15 Tage vergehen müssen. Und die zweite Einschränkung, die man eingeführt hat, war, dass pro Tag maximal 4 Theorie- und 2 Praxisstunden oder umgekehrt, also 2 Theorie, 4 Praxisstunden, theoretisch wäre auch 3 und 3 möglich, an einem Tag stattfinden können. Mehr ist auch nicht erlaubt. Und deshalb dauert das mit dem Führerschein auch so lange. Von der Computerprüfung dauert es dann noch einmal eine Woche bis zur praktischen Prüfung. Also das Schnellste, wie man einen Führerschein der Klasse B machen kann, wenn man vorher noch keinen Führerschein hat, dann ist das 4 Wochen ungefähr plus minus. Wenn du die Klasse A zusätzlich machst, du hast schon einen B-Führerschein, dann geht das eventuell schneller, weil diese 14 Tage oder 15 Tagesfrist dort nicht gilt. Da kannst du schneller zu Prüfungen antreten. Das Gleiche gilt auch für die Klasse BE, also für den Anhänger oder den Traktorschein, wenn du schon einen B-Führerschein hast. Wenn du Fragen hast, schick sie uns an fragen@alpenland.co.at oder fragen@driveacademy.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 29700. Die Jenny hat uns auch eine interessante Frage geschickt: Wie lange dauert denn eine praktische Prüfung? Und das ist im Prüferhandbuch ganz genau festgelegt, nämlich 5 Minuten für die Befragung, also diese technischen Fragen, die du zum Auto gestellt bekommst, 5 Minuten für das Einparken, 25 Minuten dann im Straßenverkehr fahren und 5 Minuten sind die Nachbesprechung. Also in Summe dauert eine praktische Prüfung in Österreich 40 Minuten. Für die Klasse B, für die Klasse A ist es gleich, Klasse BE ist es auch gleich. Beim Traktor ist es ein bisschen kürzer, da muss man nur 15 Minuten im Straßenverkehr fahren. Wenn man LKW- oder Busprüfung macht, dann dauert das entsprechend länger, weil hier sind die Ausfahrten im Straßenverkehr wesentlich umfangreicher. Aber für die Klasse B kannst du dir ungefähr rechnen, dauert eine Prüfung circa 40 Minuten. Und eine letzte Frage noch von der Jennifer. Die hat uns geschrieben: Ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Kann man denn schon beim Einparken durchfallen? Das ist auch eine Frage, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Vom Prüferhandbuch her heißt es, wenn man theoretisch eine Parklücke nicht reinkommt, man aber keine Stange berührt oder keine Begrenzung überfährt, dann zählt eine Parkübung als mittelschwerer Fehler. Das heißt, wir haben 3 Parkübungen, die wir machen müssen. Theoretisch, wenn man keine Stange anfährt, niemanden gefährdet, dann wäre das ein schwerer Fehler. Wenn man Stangen anfährt, dann kann das sogar dazu führen, dass eine Prüfung nicht bestanden gewertet wird. Es gibt aber dann noch eine zweite Geschichte, nämlich der Prüfer soll ja erkennen bei diesen Parkübungen, ob du das Auto in Langsamfahrbereich gut bedienen kannst. Wenn da schon Unsicherheiten sind, wenn man nicht weiß, wie man mit der Kupplung umgeht, wenn man nicht weiß, wie man lenken muss, dann könnte der Prüfer das schon als Unsicherheit werten und eventuell die Prüfung auch als nicht bestanden werten. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert, das muss man bei der Prüfung sich einfach genau anschauen. Wir haben ein eigenes Video gemacht, das habe ich dir oben verlinkt, zu den häufigsten Fehlern bei den Einparkübungen. Einfach das anschauen, dann weiß man genau, was wie gewertet wird. Aber mit ein bisschen Übung, mit einem guten Fahrlehrer oder einer guten Fahrlehrerin, wirst du diese Einparkübungen sicher schaffen, ein bisschen üben und dann wird das schon funktionieren. Vergiss nicht, ein Like dazulassen, kommentiere uns, wie es dir bei der praktischen Prüfung gegangen ist oder abonniere unseren Kanal, damit du auf dem Laufenden bleibst. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, auf deine spannenden Fragen, die wir dir beantworten können, die letzten Geheimnisse der Fahrschulbranche zu lüften. Bis dahin, schön rechts fahren.